Am Wort ist Magistratorin Maria Theresia Miss. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Ja, danke sehr, Herr Präsident, sehr geschätzter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrtes Hohes Haus und sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Dem Bundeskanzler möchte ich zur Neustrukturierung der Minister- und der Staatssekretärlandschaft ganz herzlich gratulieren. Er hat damit in kürzester Zeit ein klares, zukunftsgerichtetes Zeichen gesetzt. Arbeit und Wirtschaft ist eines, das sehen wir gerade in Zeichen wie diesen. Ohne qualifizierte Fachkräfte und ohne eine starke Lehre ist die Wirtschaft nicht überlebensfähig. Und mit Martin Kocher hat er hier einen ausgewiesenen Experten und Umsetzer für dieses Ressort gefunden. Mein Dank und meine Gratulation. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um mich bei Margarete Schramböck zu bedanken. Als Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin hat sie wichtige Akzente in der Digitalisierung gesetzt. Einerseits in der Verwaltung, aber auch durch die Einführung des Once-Only-Prinzip in der Reduktion der Bürokratie für die Unternehmen. Sie war vor allem aber auch eine starke Stimme der Wirtschaft und dafür möchte ich ihr danken und ihr alles Gute wünschen. Als Digitalisierungssprecherin freue ich mich aber vor allem, dass wir, obwohl Digitalisierung eine Querschnittsmaterie ist, dass wir weiterhin ein eigenes Staatssekretariat haben, das noch dazu die digitale Infrastruktur dazu bekommt. Denn das braucht es, um Politik aus einem Guss zu machen. Dass das Ganze noch dazu im Finanzministerium angesiedelt ist, ist, sage ich einmal, nicht so schlecht. Denn es gibt einen kurzen Draht zum notwendigen Budget und das werden wir auch für die Digitalisierung brauchen. Für die Digitalisierung der Verwaltung, für die Infrastruktur, für die Forschung, aber auch insgesamt für den Aufbau einer starken, digitalen, zukunftsgerichteten Wirtschaft. Denn nur diese sichert unseren Wohlstand. Ich bin überzeugt, dass wir hier mit Florian Turski einen Treiber bekommen haben. Florian Turski hat Handschlagqualität, er ist leistungsambitioniert, er ist widerstandsfähig und er ist zielorientiert. Und all das sind Eigenschaften, die man in der Politik braucht, um gerade im Bereich der Digitalisierung es zu zeigen, dass man das Ganze als Chance nutzen kann. Dass er daneben auch noch eine führende Rolle in der Digitalisierungsoffensive des Landes Tirol eingenommen hat und ein Start-up gegründet hat, rundet sein Profil für diesen Bereich, glaube ich, sehr gut ab. Und einen starken Kopf werden wir hier auch brauchen, denn es liegen Aufgaben und Herausforderungen vor uns. Im Bereich der Verwaltung heißt es hier weiter und durchgängig zu digitalisieren. Und es muss unser Ziel sein, hier die Bürokratie für die Bürger, aber auch für die Wirtschaft weiter zu reduzieren. Die Digitalisierung hat insgesamt in allen Lebensbereichen ihren Tritt genommen, in der Gesundheit, in der Energie, in der Bildung, in der Mobilität. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, hier auch durch die Digitalisierung oder durch das Erzielen von Fähigkeiten der Bevölkerung in der Digitalisierung, dass wir den Leuten zeigen, welche Chancen hier stecken. Dass es beispielsweise in der Gesundheit man hier leichter Krebs erkennen kann und nicht, dass man den Menschen durch und durch screent und dass die Daten weitergegeben werden. Es bleiben noch zwei weitere Herausforderungen. Einerseits die verstärkte Ausbildung für digitale Fachkräfte. Das wird ein Schlüsselfaktor für diesen Standort sein. Ich weiß, der Herr Staatssekretär ist hier auch schon mit dem Bildungsminister in Kontakt und meinen herzlichen Dank dafür. Und zuletzt die Forschung. Österreich ist ein Forschungsland und es wird wesentlich sein, dass Österreich in den digitalen Technologien einerseits, aber auch in der Digitalisierung der Prozesse, der Geschäftsmodelle in Zukunft ein Vorreiter wird oder vor allem auch bleibt. Und dass wir in Zukunft noch stärker nicht so sehr digitale Technologien importieren und konsumieren, sondern dass wir sie viel mehr produzieren und exportieren. Herr Staatssekretär, ich freue mich schon sehr auf eine gute Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen viel Freude an der Aufgabe, viel Erfolg und vielleicht auch noch ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Danke.